Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Disney Dreamlight Valley. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute schauen wir uns das 17. Laden-Update an, das jetzt immer mittwochs wieder kommt um 15 Uhr. Das war ja sonst immer freitags um 15 Uhr und davor war es ja auch mittwochs wieder um 15 Uhr. Jetzt haben sie es wieder seit dem neuesten Update zurückgeschraubt. Genau, wie lange müssen wir noch warten? 2 Minuten und 30. Wie gesagt, das Schloss habe ich mir gekauft, das habe ich euch auch gezeigt. Also das habe ich mir noch im Nachhinein tatsächlich geholt. Genau, das von Baymax habe ich mir noch geholt, diese Werkstatt und diese asiatischen Sachen aus dem Pixar-Film Rot. Da werde ich auch nochmal ein Video zu machen, wie ich daraus auch nochmal ein schönes Zimmer baue, so ein asiatisches. Das wird auch sehr, sehr cool, glaube ich. Genau, 2 Minuten dauert es noch. Ich glaube sogar noch 3 Minuten. Ihr wisst ja, es läuft ja immer eine Minute vor. Genau, vor ist das. Wie gesagt, ich will ja auch nochmal alle Häuser kaufen und heute müsste eigentlich das Strandhaus kommen, was auch im Trailer war. So ein hohes Haus ist das, glaube ich. Ich vermute, dass es heute kommen wird. Die Flügel waren ja schon alt, die hatten wir schon gefühlt 4-mal im Laden. Keine Ahnung, was die da schon wieder drin sollen. Als ob die keine 4 irgendwie Möbelsets oder Klamotten zusammengeschustert bekommen, oder Leute? Also das finde ich schon ein bisschen komisch, dass die Sachen wiederholen müssen. Aber ich kann euch in der Zwischenzeit schon mal meinen neuen Weg zeigen. Es gab ja neue Wege in dem Update mit Rand und ich bin da gerade fleißig am Bauen im Wald und hier. Und ich muss sagen, es sieht wirklich richtig geil, richtig lecker aus. Ich lieb's. Ich mag zwar immer noch nicht, dass der Rand hier an den Ein- und Ausgängen auch ist, aber das kann man leider nicht ändern. Hier würde ich ihn am liebsten halt wegmachen, aber mein Gott, es geht irgendwie klar und man gewöhnt sich dran und es sieht einfach super nice aus. Ich hatte ja vorher überall diese kleinen Steine immer als Umrandung liegen, die natürlich auch super viel Objektlimit kosten. Die habe ich jetzt alle weggemacht. Ich bin noch nicht ganz fertig. Guck, wie lange das Ladenupdate noch dauert. Eine Minute, 2 Minuten. Das sieht einfach wirklich super aus. Muss man echt sagen. Hier habe ich es auch schon überall verlegt. Schnappt euch wirklich, nehmt euch einen Begleiter mit, nehmt euch Elixier mit. Und dann buddelt ihr einfach die Erde und den Lehm aus. Dann geht es relativ schnell. Man muss halt immer die Vitalis minen, um dieses Elixier herzustellen. Hier habe ich jetzt den ganzen Weg gelöscht. Die wird natürlich jetzt auch noch weitergebaut. Und vorher hatte ich ja immer diese Steine hier liegen als Umrandung. Kann man alles wegmachen. Vor allem für Leute, die eh ein knappes Objektlimit haben. Macht euch wirklich diesen Weg. Das spart so viel an Stein. Ich kann es euch echt sagen. Ich meine, mir ist es jetzt egal. Ich habe eh 6000er Limit. Aber ich spare natürlich trotzdem, wo ich kann. Ich will natürlich in Zukunft auch noch weiterbauen können. Wenn ich die 6000 mal erreicht habe. Genau, 1 Minute und 30. Ne, 1 Minute haben wir noch. Und wie gesagt, macht euch das wirklich, macht euch die Mühe. Es hat jetzt, glaube ich, 2 Stunden gedauert für das bisschen Weg. Also es geht noch klar. Das sieht einfach super geil aus. Also mir gefällt's. Schreibt es mal gerne in die Kommentare, ob ihr daran auch schon arbeitet. Finde ich wirklich gut. Genau. Jetzt werden wir trotzdem noch eine Minute warten müssen. Jetzt wird wahrscheinlich das Schloss erst weggehen, ne? Oder? Haben sie es jetzt gepatcht? Ich glaube, es geht erst das Schloss weg, ne? Ne, wir haben schon direkt die neuen Sachen. Oha. Oha, es gibt das Ruchlo. Oh Gott, das ist aber auch wieder teuer, ne? Oh, Dagobert im Sommerurlaub. Okay, hier werden jetzt die neuen Skins kommen. Okay. Das ist alt, das kennen wir schon. Okay, jetzt müssen wir darüber diskutieren. Ich hätte jetzt wirklich mit dem Sommerhaus gerechnet, also mit dem Strandhaus. Wahrscheinlich wird das doch erst nächste Woche kommen. Genau, die Häuser kommen ja immer alle 2 Wochen. Okay, das ist alt, das kennen wir. Das mag ich bis heute immer noch nicht. Was ist das denn hier? Bündel mit pflanzlichen Bart und Schnurrbart. Oh Gott, also ganz ehrlich, wer kauft sich das denn? Also das ist mir keine 1000 Mondsteine wert. Ruchloses Set. Okay, das sind die Skins für die Werkzeuge. Aber 3750 Mondsteine wollen die dafür. Und der Skin für Dagobert, den Merlin-Skin würde ich mir sogar holen. Den feiere ich. Also der kriegt ja auch nochmal, der kriegt ja diesen Skin hier, Charaktere. Der wird den hier bekommen, wo er dieses bunte Hemd anhat und diese Sonnenbrille mit der Cappy. Das finde ich ganz cool. Das Dagobert, den Skin brauche ich jetzt nicht. Also alles und 2500 Mondsteine ist schon heftig. Also so wichtig sind mir jetzt die Skins der Bewohner auch nicht, muss ich sagen. Und 2500 Mondsteine ist schon heftig. Ich dachte, das gibt es zu einer Mission dazu. Das ruchlose Set, boah. Eigentlich will ich ja immer gerne was kaufen, um euch irgendwie mal was zu zeigen, ne? Das ist schon echt teuer. Ich habe jetzt knapp 6000 Mondsteine noch. Das ist schon... Also das würde ich mir noch am ehesten kaufen. Das ist kompletter Quatsch. Also schreibt mal in die Kommentare, ob ihr euch das holen würdet. Da läuft man mit so einem Blumenbad rum. Hä? Nein. Das ist auch komplett sinnbefreit, finde ich. Also für Skins der Bewohner würde ich nicht sein. Außer für Merlin vielleicht noch. Ich bin halt überlegen, ob ich das hole. Ich habe ja schon dieses teure 4000 Mondsteine... Wall-E-Set geholt, ne? Hätte ich mir das mal gespart.
Ich würde euch eigentlich gerne das ruchlose Set zeigen, aber man sieht es ja eigentlich auch schon im Trailer. Es ist jetzt blöd, auch ein Video zu machen, wo ich nichts kaufe, ne? Ich hätte das eigentlich schon ganz gerne. Man kann ja sich das angucken, genau. Drückt einfach auf Dreieck auf PlayStation, da könnt ihr euch alles angucken. Ruchloses Telefon. Oh, man kriegt sogar eine Handyhülle. Oha. Wow. Man sieht man schon mal das Handy. Ja, immerhin kann man es sich angucken, ne? Ruchlose Spitzhacke. Ich weiß nicht, sollen wir uns es holen? Für euch würde ich es echt kaufen, damit ihr das mal sehen könnt, wie es aussieht. Come on, wir kaufen es. Dafür müsst ihr aber wirklich ein Like da lassen. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, gerne abonnieren. Und folgt mir auch gerne auf Instagram und im Discord. Das ist eine super Community. Wir kaufen es einfach. Komm, let's go. Ich will es euch ja zeigen. Dafür ist das Video auch ein bisschen da. Ich gebe mein hart verdientes Geld für euch aus. Genau, diese fünf Gegenstände bekommen wir. Also das hole ich mir nicht. Das finde ich dann irgendwie zu blödsinnig. Da habe ich ja selber gar nichts von. Ist mir auch egal, wie Dagobert in seinem Laden rumläuft. Der läuft ja nicht mal durchs Valley. So, genau, das können wir nicht hier wechseln. Genau, und dann können wir hier, kann man sich sogar einzeln alles aussuchen. Eigentlich kompletter Blödsinn, ne? Man muss es halt wirklich sagen. Auch das Handy, ne? Es ist halt kompletter Quatsch. Aber ihr könnt jetzt nochmal sehen, wie es dann aussieht. Okay, das war gerade verzaubert noch. Ist halt jetzt ruchlos ein bisschen. Kompletter Blödsinn eigentlich. Aber ich hab's mir gekauft. Für euch. Exklusiv. Ja, ist halt. Man braucht's halt nicht für den Preis. Ich meine, wie teuer ist das jetzt gewesen? Lass es, ja, 12, 13 Euro sein. Ne? Ja. Ist halt schon. Ist halt Geldmacherei. Ihr wisst es ja. Ne? Aber dafür möchte ich die Videos ja machen, damit ihr das nicht kaufen müsst im Zweifelsfall oder ihr einen guten Einblick bekommt. So sieht's halt wirklich aus. Wenn ihr zu viel Geld habt, holt's euch. Es ist halt kompletter Quatsch. Man braucht es halt fürs Game überhaupt nicht. Und die Preise sind natürlich auch. Also 2000 Mondstände wären auch wirklich okay. Also das kann ich nur verkraften. Aber 3750 ist schon heftig. Muss ich sagen. Als Privatperson, ich würde es nicht machen. Als YouTuber muss ich es ein bisschen machen. Es ist ja auch ein bisschen mein Job, euch das zu zeigen, ne? Dann ist es okay. Ich finde es auch. Sieht auch ganz cool aus. Mein Gott, ich behalte es jetzt. Ist ganz fresh. Ich hätte mir ja lieber natürlich das Haus gekauft. Das werden wir uns natürlich auch noch holen, ne? Tja, und wie gesagt, lasst gerne ein Like da und ein Abo, wenn euch das Video gefallen hat. Am Donnerstag um 20 Uhr wird es auch wieder einen Stream geben. Da werden wir dann nochmal den Sternpfad weitermachen und noch die Wall-E-Mission, wo wir die Blätter suchen müssen. Und sonntags gibt es auch immer um 20 Uhr einen Disney Dreamlight Rally Stream und auch andere Games. Schaut da mal gerne vorbei, würde ich mich sehr freuen. Genau, lasst mal eure Meinung zu den Sachen da. Also, wie gesagt, den Skin finde ich absolut sinnbefreit, weil Dagobert nicht mal draußen rumläuft. Das gab es schon, das finde ich auch kompletten Quatsch. Aber da ist doch der Preis okay für zwei Schnurrbärte. Das ist halt komplett überteuert, da kriege ich ein Haus für. Also, Häuser sind für mich immer die Referenz. Das ist eigentlich das Geilste, was man kaufen kann, finde ich, neben Möbeln. Aber sie versuchen jetzt natürlich auch mit Skins Geld zu verdienen. Ne? War ja klar, dass das kommen musste. Wie gesagt, müsst ihr natürlich entscheiden. Ich habe es euch im Video gezeigt. Besser, kann man besser sehen als dann in der Vorschau, finde ich. Obwohl die ist okay, besser als keine Vorschau. Alles klar, Leute. Ich habe einen neuen Skin für eine Schaufel. Yeah! Okay, dann hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Und dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!